Ich kann euch trotzdem mal, oder zeige ich euch die Toilette noch nicht? Muss hier vielleicht irgendeiner von euch aufs Klo? Ja, so. Also ich meine jetzt von den Wursts. Nicht von euch Zuschauern. Komm, Anita, du kannst doch mal aufs Klo gehen, oder? Keine Interaktion verfügbar. Gut. Benutzen. Ach, die ist noch... Na gut, dann begleiten wir sie mal. Halt! Das ist nicht kostenlos. Die Zeitung vergammelt, ist doch scheißegal. Was haben wir denn hier alles für schöne Häuser? Eigentlich war es geplant, dass man hier oben irgendwie sitzen kann, aber... habe ich dann irgendwie doch anders entschieden. Ach komm, Texturen ladet nach. Ja, hier in diesem Toilettenhaus wird die Emanzipation großgeschrieben. Während wir hier keine Lampe haben, aber dafür dennoch ein sehr schönes Fenster haben, die neuesten Sanitäreinrichtungen mit den schönsten, saubersten Toiletten, die man überhaupt finden kann. Und Waschbecken findet man bei den Männern so ziemlich das gleiche. Also dafür hat die Emanzipation hier in unserem Dorf schon gereicht. Hier sieht man auch die Gleichberechtigung schon von außen. Und wenn man hier jetzt reingeht, dann sieht man hier, dass die Toiletten genau gleich sind, genauso wie die Innenausstattung, Toilettenpapier, hier sowie hier, und Blumen für das Ambiente. Lampen haben wir in beiden Räumen. Spiegel und ja, Waschbecken natürlich fein, vom Feinsten. Irgendeiner ist ja doch gerade gekommen, oder? Komm, wir gucken mal ein bisschen, wer hier so rumläuft alles. Wen haben wir denn hier? Also, wen haben wir? Das ist Holger Birner. Der natürlich sehr nice guckt. Wen haben wir hier? Mandy Witz. Ach, Mist, sie ist im fortlaufenden Spiel schon zu einer jungen Erwachsenen geworden. Ich glaube, da müssen wir noch mal was dran rütteln. Wen haben wir hier? Wer bist du? Du bist Horst Kotzbrocken. Wen haben wir hier? Ja, haben wir Big Popo. Hier haben wir Eduard Fußpilz. Und hier haben wir Uschi Gurkenglas. Dass sie sich überhaupt mit dem unterhält. Uschi, die Uschi. Na gut, wir waren gerade hier beim Geschäft. Jetzt hat sie ihr Auto schon wieder im Inventar. Gut, ich kann es nicht ändern. Ja, was kann man denn hier jetzt noch so machen? Oh, ein Feuerwehrmann. Frau. Ah, wieder jemand, den ich nicht kenne. Der wird einfach gnadenlos gelöscht aus dem Spiel, aus der Matrix gestrichen. Sie kann sich doch mal mit... oh, salutieren vor Horst Kotzbrocken. Hier! Horst findet, dass Anita okay ist. Versuchen es da zu bedrucken, beeindrucken. Über Reichtum reden, das bringt immer ziemlich viel. Damit habe ich immer Erfolge gehabt, eigentlich. Hm, Goody, hey, Wassertür?
Da kann sie mal prahlen, wie reich sie natürlich ist. Ah, das sieht ja schon gut aus. Wer bist du denn? Ah, du bist Dorotheen Elchnippel. Elchnippel, das ist diese verwöhnte, reiche Familie hier in unserer Sim-Stadt. Wen haben wir hier? Kevin Bean. Den sieht ihr auch auf meinem aktuellen Channel-Design. Je nachdem, wie alt das ist, wahrscheinlich werde ich irgendwann mal ein neues haben. Wen sehen wir denn da? Ist das etwa Carl Johnson von GTA San Andreas? Ja, das ist er. Hip-tap. Arps, webs, a mobile. Orphan jab. Every flippets. Okay, okay, okay. Tiski, Mali, and Bagana. Nibble Glove. Askanu. Ah, er hat eine sehr männliche Stimme. Hoviat, Rick Hartman. Askabat, Rasku. Gorba. Snooshi. Quab Sebel Jeep. Egalak. Es klappt. Hoffentlich ist er nicht genervt gleich. Askanu. Ich glaube, dann bekommt sie auch einen Sternpunkt. Ja. Nein. Aber hier haben wir ja noch. Vielleicht wird es ja doch noch was. Ja. Ach, ich glaube, das geht dann gar nicht mehr nach oben, oder? Wie sieht der denn aus? Ach, ich dachte gerade, das wäre Kevin. Oh, bist du denn? Was bist du? Vampire sehen anders aus. Du bist Gustav Elchennippel. Ja, ich glaube, das hat jetzt auch gar keinen Sinn. Ah, gut, die stehen hier einfach sinnlos rum. Vielleicht kann er mal ein bisschen angeln und Herbert. Was hat er gerade gemacht? Selbstgespräch. Und an sich selber gedacht, dieses egoistische Schwein. Ich finde, wir sollten uns das mal angucken. Ja, ja, komm hier. Poor Gobble Mepso. Kebzel, Jabob? See Mahuba Duniku. Meeb, see Lepsoti, Vorharn. Bage Dubo Bor, Korbage Jibi Zamatu. Ich glaube, der ist nicht ganz dicht in der Birne. Oh, oh, ja. For example, Gelb. Fleb Gelb. Der Geist von. Den Geist von Victor sehen? Die Seele lebt weiter, dein Sim möchte einen Geist sehen. Wie wagemutig. Besuche nachts den Friedhof oder treibe dich in der Nähe von Grabsteinen rum. Hier rum. Heimgegangener Familienmitglieder. Ach so, ein Geist von Victor. Ja, gut. Glaube ich nicht. Also das heißt, dass der Sohn Herbert sein Vater Victor tot sehen möchte. Das ist übrigens auch ein sehr schönes Bild. Ich werde die Screenshots mal alle zusammenpacken in eine ZIP-Datei und ihr könnt euch die dann mal runterladen. Was macht denn Hubbard gerade? Boah, wir haben schon gleich 6 Uhr. Zip, Sascha, Mahi, Bernabe, Seg, Baza, Dawazi,
That's the norm. Es Melindia Casa Design. Wer steht da hinten? Ich zeige euch die jetzt mal. Guck mal, er sitzt ja immer noch. Ich zeige euch die jetzt mal alle. So. Das ist Fett. Fett geht nach Hause. Ja, die Ehefrau von Big. Fett Popo.